Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist der 8.4.2019, 17.17 Uhr. Ich mache heute nur ein kurzes Update-Video, wird zwischen 5 und 6 Minuten dauern. Wir beschäftigen uns vor allem mit diesem Chart hier im Hintergrund und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und wir sehen jetzt im Hintergrund schon konkret den Chart, der heute wirklich für einiges an Aufregung gesorgt hat. Es ist der BTC USD Shorts Chart auf Bitfinex. Was dieser Chart konkret macht, erkläre ich euch gleich. Ihr seht hier auf der Y-Achse die aufgebauten Short-Positionen auf Bitfinex. Das waren heute konkret 23.000 Bitcoins, also über 100 Millionen US-Dollar, die hier Short im Markt waren. Und dieser Fall hier, diese Kerze hier, was alles in einer Stundenkerze passiert ist, war ein Abfall von 27%. Das heißt, 6.241 Bitcoins wurden als Short-Position geschlossen heute Morgen um 8 Uhr London-Zeit, also 9 Uhr unsere Zeit, was wirklich schon eine Hausnummer ist. Also es sind knapp 30 Millionen US-Dollar, die hier sozusagen in den Markt geflossen werden, unter Anführungszeichen. Ich sage euch gleich, warum die nicht in den Markt geflossen sind. Und die aus der Inversen-Sicht natürlich zu einer Reaktion beim Bitcoin-Preis hätten führen müssen. Also natürlich rein relationstechnisch ausgedacht oder ausgesagt, als Aussage hinterlegt. Wenn konkret 100 Millionen US-Dollar Short auf Bitfinex sind und wenn 30 Millionen in einer Stunde zurückgekauft werden, hätten wir mit Sicherheit sowas gesehen. Also ganz, ganz bestimmt hätte diese 6000 Bitcoin Short-Position zu diesem Spike geführt, hat sie aber nicht. Der Grund ist simpel und den Grund erkläre ich euch, indem wir jetzt nochmal auf den anderen Chart wechseln, um uns hier nicht ablenken zu lassen. Wenn jemand Short im Markt ist, leiht er sich Bitcoins aus durch das Margin Funding und verpflichtet sich dazu, diese Bitcoins zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um eben Gewinn daraus zu schlagen, dass der Kurs fällt. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Bitcoin zu 6.000 Dollar Short verkauft, geht er hin zu Exchange, leiht sich einen Bitcoin aus und sagt, okay, durch das ich jetzt diesen Short-Sell-Knopf drücke, verpflichte ich mich, diesen Bitcoin euch zurückzukaufen und eben meine Short-Position dadurch zu schließen. Wenn der Preis dann auf 5.000 Dollar fällt, dann verdient diese Person, dieser Spekulant, konkret 1.000 Dollar, weil er dann zum Beispiel sagt, okay, ich schließe jetzt meine Position bei 5.000 und hat dann eben 1.000 Dollar Gewinn. Nur jetzt mal kurz den Mechanismus eines Short-Trades zu erklären. Das ist natürlich alles automatisch geregelt bei den Exchanges. Da muss niemand irgendwie manuell einen Layer finden für sein Asset. Das ist natürlich jetzt nicht nur auf den Bitcoin bezogen. Das betrifft jede Asset-Klasse, gerade für die Leute, die jetzt natürlich nicht so viel mit Margin Trading zu tun haben. Was wir dann hier heute gesehen haben, ist ein Fall von 6.000 Bitcoins bei den Short-Positionen auf Bitfinex. Was wäre jetzt hier die logische Herangehensweise, die logische Implikation daraus, dass wir einen Fall von 6.000 Bitcoins sehen? Ja, genau. Die inverse Reaktion am Bitcoin-Chart, die eben ausblieb. Wenn jemand eine Short-Position mit 6.000 Bitcoins schließt, wäre er ja theoretisch dazu verpflichtet, diese 6.000 Bitcoins über den Markt zurückzukaufen. Großes Aber, und da habe ich mich jetzt schlau gemacht, weil wirklich die Frage sehr, sehr oft war heute. Ich habe mich schlau gemacht, ich habe bei Bitfinex ein paar Support-Seiten durchgelesen, habe auch einen Link auf Twitter dazu gesehen. Es gibt auf Bitfinex eine Option, seinen Short zu schließen, indem man das Ganze finanziert, sozusagen unter Anführungszeichen finanziert, durch Bitcoins, die bereits im Besitz des Short-Sellers sind. Das heißt, dieser Herr, den man wirklich als Whale bezeichnen kann, denn wer mit einer 30 Millionen Dollar Position Short im Markt ist, auch wenn natürlich ein Dreierhebel angenommen sein könnte, ist es für Bitcoin-Verhältnisse ein Whale. Da brauchen wir nicht drum rumreden. So, dieser Whale, der hat jetzt Folgendes gemacht. Der hat Bitcoin zu Bitfinex transferiert oder hatte die bereits auf seiner Bitfinex Wallet und hat seinen Short geschlossen, indem er das aus seiner sozusagen eigenen Tasche, aus den bereits vorhandenen
Bitcoins zurückgezahlt hat. Das heißt, das war der Grund, warum es zu keiner Reaktion am Markt geführt hat, da es summa summarum keine neuen Käufe gab. Es gab einfach, es kam einfach zum Austausch dieser Bitcoins, die bereits in seiner Wallet lagen und die eben nicht über den Markt mehr gekauft hätten müssen. Also wirklich, wer so eine Kerze kreieren würde, ohne dass wir einen großen Preisanstieg sehen, dann hätte er theoretisch 6000 Bitcoin ins Bitcoin Orderbook stellen müssen, und zwar auf die Kaufseite, was natürlich zu einem phänomenalen Spike nach oben geführt hat. War jetzt die kurze Erklärung dazu. Ich hoffe, es war euch jetzt nicht zu ausführlich, aber ich wollte das ganze Thema wirklich noch einmal kurz ansprechen. Da es, glaube ich, hier beim BTC-USD Shorts-Chart wirklich ziemlich oft zu Fehldeutungen kommt. Ich habe jetzt hier noch kurz den Bitcoin-Chart geöffnet und man muss schon wirklich sagen, dass die Performance seit dem Bruch der 5000 beeindruckend ist. Wir sehen hier die Boxen, die ich euch eingefärbt habe, konkret, dass wir wirklich die Serie von Lower Highs halten. Das heißt, hier ein Low, Swing Low, Swing Low. Und die Bären schaffen jetzt momentan wirklich nicht, diesen Uptrend, ich mag zwar keine Trendlines, aber diesen Uptrend zu brechen. Es wird wirklich jeder Dip bis jetzt aufgekauft, was man auch hier ganz gut sieht in diesem Wick, wie sofort wieder Käufer in den Markt reinrennen, unter Anführungszeichen, um eben den Preis weiter nach oben zu treiben. Es sieht wirklich sehr, sehr bullisch aus im Moment, aber ich will hier natürlich kein FOMO schüren, weil ich bin der Letzte, der irgendwie unüberlegt hier noch in den Markt geht. Ich sitze momentan aus, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich eben die Reaktion abwarten will der nächsten Tage. Ich bin mir bewusst, dass ich einen etwaigen Run, wenn jetzt wirklich die Parabola komplett losgeht, in diesem Bereich 5600 bis höchstens 6000, würde ich jetzt mal sagen, verpassen könnte. Aber ich sehe hier konkret für mich noch keinen Einstieg. Ich bin interessiert, 4500 zu kaufen und eventuell, wirklich ganz eventuell, das würde ich dann noch deuten, je nach Price Action. Vielleicht auch haben wir mittlerweile sogar schon diese Power, dass wir in diesem Nachfragelevel, in diesem Demandbereich, also 4900, schon die nächste Reaktion sehen werden. Viel mehr kann ich jetzt zu diesem Chart nicht sagen, da ich wirklich selber momentan aussitze. Ich bin gespannt. Es sieht wirklich sehr, sehr stark nach Druck aus der Bullen. Wenn man diesen Chart auch noch mal umdreht, den Inverse Chart, um das Gesehene gerade doch mal ein wenig umzudrehen und seine eigene Aussicht zu testen, sieht schon sehr, sehr stark aus von den Bullen, wie man das hier sieht. Einfach diese Reaktionen hier, die immer wieder deuten, dass wirklich jedes Low aufgekauft wird, könnte wirklich dazu führen, dass wir bald in der nächsten asiatischen Session schon einen Run nach 5800, 5910, was ich hier jetzt aber nicht garantieren kann. Wie gesagt, der Chart gibt mir hier keinen guten Einstieg, der Chart gibt mir kein gutes Setup. Die Zonen, die intraday interessant wären, wäre der Bereich 5000, wo wir dieses Demand Level haben, das wir hier schon einmal getestet haben mit diesem Wick, wo wir dann diesen Run nach oben hatten. Hier wäre ein Bereich und hier wäre ein Bereich. Bis dahin sitze ich aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War wirklich ein kurzes Update und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.